Ja, hallo, ihr lieben Zuhörer und Interessierten. Heute habe ich wieder einen Bericht aus vom Ukraine-Krieg und da habe ich was gelesen, wo Amerika und Großbritannien bei den Friedensverhandlungen wohl gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Ich werde gleich mal auf diesen Zeitungsartikel umschwenken und Herr Selenskyj, der war ja heute in geheimer Mission quasi in London und hat da Rishi Sunak getroffen, wo auch ja alles streng geheim war, was so keiner wusste. Und da habe ich zwei Interviews, oder also einen Bericht und ein Interview von der Welt aufgenommen. Und das werde ich euch gleich mal vorspielen. Und danach werde ich was dazu sagen. Also da, ich war echt schockiert. Also hier habe ich einen Artikel gefunden in der Berliner Zeitung. Und zwar hier dieser Naftali Bennett. Der ist ja Ex-Premierminister von Israel gewesen. Und er hat wohl an den Friedensverhandlungen teilgenommen, die mal stattgefunden haben zwischen Selenskyj und Putin oder zwischen Russland und Ukraine. Ja, ich lese euch das mal hier vor. Naftali Bennett wollte den Frieden zwischen Ukraine und Russland. Wer hat blockiert? Israelischer Ex-Premier sprach erstmal über seine Verhandlungen mit Putin und Selenskyj. Der Waffenstillstand war angeblich zum Greifen nahe. Das ist ja so. In den ersten Wochen nach der russischen Invasion in der Ukraine arbeitete der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett hinter den Kulissen intensiv an Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Sein Ziel war ein Waffenstillstandsabkommen. Nun hat er ein Video, ja gut, da gibt es ein Video zu. Das ist hier, das dauert glaube ich 2 Stunden. Das könnt ihr euch dann mal anschauen. So, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky habe ihm, Bennett, nach Ausbruch des Krieges gebeten, Wladimir Putin zu kontaktieren. So stehe es auch in den Protokollen. In der damaligen Phase des Krieges, als die russische Armee vor Kiew stand, habe Zelensky um sein Leben gefürchtet. Bennett habe anschließend mit US-Präsident Joe Biden gesprochen und gesagt, er könne eine Pipeline also eine Verbindung für den Kontakt zum Kreml herstellen. Es folgte eine Reihe von Telefongesprächen, sowie mit russischen Präsidenten als auch mit Zelensky. Bennett sei Vertrauen von beiden Seiten entgegengebracht worden. Entwürfe für zentrale Punkte eines Waffenstillstands wurden ausgetauscht. Zugleich verhandelten im belarussischen Gomel ukrainische und russische Delegationen. Am 5. Mai 2022 flog Bennett dann auf Einladung Putins in einem privaten, vom israelischen Geheimdienst bereitgestellten Jet nach Moskau. In dem Gespräch im Kreml habe Putin, so Bennett, einige substanzielle Zugeständnisse gemacht. Insbesondere habe er auf sein ursprüngliches Kriegsziel einer Demilitarisierung der Ukraine verzichtet. Schon sehr wunderlich, weil normalerweise war die Ukraine ja hoch bewaffnet und die sollte ja eigentlich, die war ja eigentlich entwaffnet. Die wurde ja von den Amerikanern und von den Engländern ab 2015 richtig hoch wieder gerüstet. Das darf man ja auch nicht vergessen und das führt ja auch zum Krieg. Und dann sagt dann ganz klar China, ja, Amerika und Großbritannien sind auch mit Schuld an diesem Krieg, an dieser Eskalation. Ja, also so sehe ich das auch. Ne? Auf seiner Rückreise rief Bennett Zelensky an und teilte ihm das Ergebnis mit. Ja, der ukrainische Präsident erklärte sich im Gegenzug bereit, auf einen NATO-Beitritt zu verzichten. Eine Position, die kurzer Zeit später auch öffentlich wiederholte. Dann war eines der entscheidenden Hindernisse für den Waffenstillstand aus dem Weg geräumt. So, und da muss man ganz klar sagen, soweit ich das weiß, hat man ja auch Bilder von diesen Verhandlungen gesehen. Also ohne Selenskyj, der war ja nicht dabei, er war ja der Vermittler, dieser Bennett. Und dann, glaube 3 Tage später, kam dann Butscha.
dieses Massaker angeblich, ne, wo in die Ukraine, wo die russischen Soldaten angeblich da mit Butscha 400 Leute, 400 Zivilisten da auf der Straße da erschossen und abgeschlachtet haben sollten. Im Krieg kann man eh nicht allen glauben. Das ist alles irgendwie einen, man weiß es nicht, ob es daran nicht, aber seitdem sind die Friedensverhandlungen abgebrochen worden. Und hier ist, glaube ich, ganz klar, dass hier die USA dagegen sind. USA und Boris Johnson, also und Amerika, die sind dagegen. Ne? Bennett flog daraufhin zunächst nach Deutschland, um mit Bundeskanzler Scholz zu sprechen. Anschließend unterrichtete er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den britischen Premierminister Boris Johnson sowie die amerikanische Regierung. Boris Johnson habe damals die aggressive Position vertreten, dass man mit Putin weiter bekämpft, dass man Putin weiter bekämpfen müsse. Also die hatten ja nicht vor, mit denen Frieden zu schließen. Und das zeige ich euch gleich in dem ersten Video, wo dann auch hier so berichtet wird. Na gut, das ist natürlich für die Welt, die Deutschen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Amerikaner und Großbritannien ein sehr großes Interesse haben, dass der Krieg weitergeht. Weil erstmal steckt da sehr viel Geld rein, sehr viel Waffen, und das hat ja auch einen geostrategischen Aspekt, dass die Ukraine in die NATO kommt, und das will der Putin ja auf jeden Fall verhindern. Das ist ja wohl ganz klar. Ich spiele euch jetzt mal das Video ein. In London eingetroffen. Der Besuch wurde bis zuletzt geheim gehalten. In der Downing Street wurde er vom britischen Premierminister Rishi Sunak empfangen. Nach einem ersten Stopp in der Downing Street sprach Zelensky dann in Westminster Hall vor dem britischen Parlament. Anschließend wurde er von König Charles im Buckingham Palace empfangen. Ein umfangreiches Programm. Außerdem steht ein Treffen mit ukrainischen Soldaten auf der Agenda, die in Großbritannien ausgebildet werden zurzeit. Am Abend reist Zelensky dann weiter nach Paris. Dort wird er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und auch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz treffen, der extra am Abend nach Paris reist. Wir gehen aber jetzt rüber zu Steffen Schwarzkopf in die Region Mykolaiv. Steffen, Präsident Selenskyj wurde ja in London regelrecht frenetisch bejubelt. Wie kam das denn in der Ukraine an? Also, ich habe heute Vormittag bereits gesagt, mit Symbolik können die Ukrainer relativ wenig anfangen. Ihnen geht es um konkrete Waffenlieferungen und um konkrete Unterstützung. Das heißt, Schulterklopfen etc., das hilft nicht weiter. Es ist jetzt ein bisschen anders gelagert, dadurch, dass ja auch aus Großbritannien relativ klare Zusagen gekommen sind, was die weitere Unterstützung angeht. Hier heißt es zum Beispiel auch, dass man davon ausgeht, dass Raketen mit größerer Reichweite aus Großbritannien geliefert werden, und dann eben auch die Zusage, dass man zumindest prüft, welche Kampfjets möglicherweise denn an die Ukraine gegeben werden könnten. Da ist hier in der Ukraine schon wieder fast die Lesart, diese Kampfjets kommen auf jeden Fall. Also insofern ist man hier fast schon einen Schritt weiter. Und jetzt noch ein Punkt, die Tatsache, dass eben Selenskyj jetzt nicht nur mit dem britischen Premier zusammentrifft, sondern auch dann noch mit Emmanuel Macron und mit Olaf Scholz. Das gibt, glaube ich, den Ukrainern schon ein bisschen Rückendeckung, weil man eben weiß, da ist eine breite Koalition. Die Ukraine ist da eingebettet. Und das dürfte, glaube ich, auch jetzt nicht nur auf politischer, symbolischer Ebene einiges bewirken, sondern möglicherweise eben auch hier in der Ostukraine, wo wir jetzt sind, bei den kämpfenden Soldaten, weil sie wissen, da kommt Nachschub und wir werden nicht irgendwann hier quasi mit bloßen Händen dastehen. Steffen, du hast gerade die Reise von Zelensky angesprochen, und auffällig ist ja, er war zunächst in den USA, dann in Großbritannien. Das sind ja auch die Länder, die sogar schon vor dem Krieg am meisten eben geholfen haben, finanziell und militärisch. Aber jetzt reist er nach Paris und nicht nach Berlin. Inwiefern ist es zu viel interpretiert, wenn man sagt, dass es ein Zeichen seitens Zelenskys ist gegenüber dem doch oft dann zögerlich wirkenden Bundeskanzler Scholz? Ist das überinterpretiert? Ich glaube, ein wenig ja. Zum einen ist es so, dass er nun gestern erst Bundesverteidigungsminister Pistorius in Kiew war und dort eben nicht nur
seinen Amtskollegen Resnikow getroffen hat, sondern eben auch Selenskyj getroffen hat. Zum anderen ist es aber auch so, und das muss man ja auch ganz deutlich sagen, Großbritannien ist nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant für die Ukraine hier. Und du hast es gerade gesagt, schon vor diesem neuerlichen Kriegsbeginn am 24. Februar hatte Großbritannien die Ukraine extrem aufgerüstet. Frankreich auch sehr stark, was Waffenhilfe angeht. Auch dort wird die Lieferung von Kampfjets weiterhin nicht ausgeschlossen. Also insofern liegt es nahe, dass man dann eben auch Paris besucht. Aber Olaf Scholz ist ja dabei. Auch in Brüssel wird man sich voraussichtlich wiedersehen. Also insofern würde ich das jetzt nicht als öffentliches Abwatschen sozusagen begreifen wollen. Steffen, vielen Dank für den Augenblick in die Ostukraine. Wenn ihr... So, bei dem Video konntet ihr hören, ich habe mir hier mal ein paar Notizen gemacht, damit ich das hier alles auch nicht vergesse, weil das ist ja doch schon sehr umfangreich. Ne? Also erstmal ist ja mit Selenskyj in Großbritannien geheim gelandet. Also es wusste keiner, klar, damit man nämlich abschießt, und mit einem ganz großen Militärtransporter, also ein richtig großes Flugzeug, auf einen Militärflughafen in Großbritannien ist er gelandet. Und trifft denn da den Rishi Sunak, also den großen Premierminister von Großbritannien. Und was da auch vorkam, ist, dass Großbritannien 5000 ukrainische Soldaten schon ausbildet, also schon länger, das hört, an Kampfflugzeugen, an Kampfjets. Da werden die schon ausgebildet. Das heißt, die Engländer gehen da schon von aus, werden auch dann wieder Deutschland drängeln, dass da Kampfflugzeuge zum Einsatz kommen. Ja, das muss man mal festhalten. Also jetzt haben wir erstmal Panzer geliefert. Und die Ukraine und die USA liefern seit 2014 liefern die Waffen in die Ukraine. Also haben die wieder aufgerüstet. Und Amerika und auch Großbritannien sind auch vielleicht an diesem Putsch beteiligt. Mit dieser Newland und CIA und ja, das ist alles so hin und her, und um Russland zu schwächen, weil ja Russland der Erzfeind ist und überhaupt, das hat ja auch geschichtliche, es ist unfassbar, dass das hier alles hier so ein bisschen, alles nur Putin in die Schuhe geschoben wird. Also sollte das auch stimmen, was ich eben gesagt habe mit diesem Natalie Bennett, dass die NATO verhindert haben sollte an einem Waffenstillstand. Das war im März. Und da waren gerade mal, sag ich mal, in Anführungszeichen ein paar Tote. Jetzt haben wir schon vielleicht 200, vielleicht schon 400.000 Tote. Man weiß das ja überhaupt gar nicht. Also ich finde das unfassbar, wie hier mit Toten, ja, das ist das Kanonenfutter, was ich ja auch schon in anderen Videos sage. Ne? Und was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja, Großbritannien und die USA, also Großbritannien ist der zweitgrößte Waffenlieferant hinter den USA. Und danach kommt erstmal danach Deutschland und irgendwann mal Frankreich. Kann man sich auch nicht ausdenken, weil ja Großbritannien gar nicht mehr in der Europäischen Union ist und eigentlich immer eng mit Amerika zusammen militärische Aktionen durchgeführt hat. Das kommt nach im zweiten Video, wo die, ja, da sage ich dann her, was so, wo die in den Irak angegriffen haben mit Saddam Hussein. Das habe ich glaube ich auch schon in anderen Videos gesagt, dass die hier, Tony Blair und Sohn Bush, ja, wir müssen hier angreifen im Irak, und Saddam Hussein, der hat Atomwaffen und der kann hier uns mit Atomwaffen beschießen. Was hat man gefunden? Keine einzige Atomwaffe. Und da waren 1 Million Tote, das darf man gar nicht vergessen. Also es ist unfassbar. Und das Gleiche haben wir jetzt hier auch wieder, dass Amerika und Großbritannien diesen Krieg da anzetteln und weiter hochhalten und weiter füttern. Ich bin echt schockiert, dass da Deutschland und Frankreich da mitmacht. Aber können wir, ich weiß es nicht. Da muss man ganz klar Nein sagen. Also meine Meinung. Das habe ich nur. Ja, und genau gestern war ja der Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, der war auch geheim in Kiew und hat Selenskyj 178 Leopard 1 Panzer versprochen. Die sind von 1970, sind die bei der Bundeswehr ausgemustert worden und müssen jetzt renoviert werden. Und dann kommen die in die Ukraine und dann haben die vielleicht gar keine Munition zum Schießen. Das ist ja auch noch das nächste Thema. Ich weiß gar nicht, wo hier nachher die rote Linie sein soll. Also Kampfjets, da können wir schon mal darauf einstellen, dass die auf jeden Fall geliefert werden. Da kann der Biden noch so weit Nein sagen, die werden kommen. Und jetzt gehen wir mal zum zweiten Video.